Wir schauen nochmal zurück auf die vergangene Woche, in der eine Weltmeisterschaft ihr Ende gefunden hat, die Schach-WM. Der Inder Viswanathan Anand hat seinen Herausforderer aus Israel, Boris Gelfand, niedergerungen. Nach den regulären 12 Partien hatte es 6:6 gestanden, wobei es 10 Remis gab. Die Entscheidung, die fiel dann erst im Blitzschach. Spannend war es ohne Frage, doch war dieses WM-Duell auch Werbung für den Schachsport? Das habe ich Robert von Weizsäcker, Ehrenpräsident des Deutschen Schachbundes, gefragt. Das ist eine gute Frage. Anand hat mit quietschenden Reifen gewonnen und ich fand sein Schach insgesamt nicht wirklich weltmeisterlich. Das hat verschiedene Gründe. Das hat zum einen zu tun mit dem Format. Der WM-Zyklus ist heute völlig ein anderer als früher. Auch die Gesamtpartienzahl ist ja die Hälfte verglichen mit dem damaligen Sensationskampf zwischen Bobby Fischer und Boris Baski. Und das bedeutet, in jeder Partie liegt wahnsinnig viel Gewicht und das führt zu so einer Strategie der Fehlervermeidung und das ist nicht besonders attraktiv. Also hat mit Anand nicht unbedingt der bessere Spieler gewonnen? Das ist eben oft im Sport so, dass sie eine Weltmeisterschaft haben und am Ende gibt es einen Weltmeister und dann muss man schon sagen, das ist jetzt der erfolgreichste Spieler, aber der ist nicht immer der Beste. Und das wäre zurzeit? Gut, man hat die Weltrangliste, da ist Karlsson, der Norweger, an erster Stelle. Dann kommt Aronjan, später dann auch noch der Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik. Aber den Vergleich finde ich dann nicht so fair. Man muss schon diesen Zyklus dann anerkennen und insofern ist Anand schon der Weltmeister. Aber ich fand das Schachliche eigentlich überzeugender auf Seiten des Herausforderers Boris Gelfand. Der ja auch in Führung gegangen ist, 4:3 hat er geführt. Dann kam der Wendepunkt. Die Partie, die Gelfand dann in Rekordzeit verlor, und damit verlor er dann auch seine Führung. Er sagt, er habe sich schlicht verrechnet, sagte er. Ist es tatsächlich so einfach? Gewinnt am Ende der, der besser rechnet? Das ist in diesem Match tatsächlich so und das ist schade und daher ist es keine wirkliche Werbung fürs Schach. Dazu muss man Folgendes wissen. Der Gelfand hat eigentlich jede Partie in diesem Match selbst entschieden. Er hat eine sehr schön positionell herausgespielte Partie gewonnen, eine wirklich überzeugende Partie. Und dann hat er direkt die nächste tatsächlich selbst verloren. Die hat nicht Anand gewonnen, sondern die hat Gelfand verloren, indem er einfach tatsächlich was übersehen hat und das war eine Rechenfehler. Geschichte. Und das ist schade, denn im Grunde sollte im Schach das Denken und nicht das reine Rechnen dominieren. Aber das hat sich dramatisch verändert in den letzten, ich würde sagen, 20 Jahren. Und das hat was mit der Technologie zu tun, die heute zur Verfügung steht. Das heißt, mittlerweile lernen die Schachgroßmeister, die Herausforderer, die Schachweltmeister, die Weltelite einfach nur noch Algorithmen auswendig aufgrund der Computerprogramme und diese Kreativität, die spielt weniger eine Rolle und am Ende kann man sich gar nicht mehr überraschen oder wie? Sie sprechen einen wahren Punkt an, obwohl ich ihn so nicht formulieren würde. Also wenn man mal die Schachgeschichte Revue passieren lässt, dann war das Attraktive an dem Spiel früher die Romantik. Das heißt, es zahlte sich aus, etwas zu riskieren. Es zahlte sich aus, etwas zu opfern, es zahlte sich aus, etwas zu wagen. Inzwischen ist durch die Computerisierung, also durch die Schach-Engines, wie man sagt, die also Stellungen ausrechnen einerseits und durch die millionenstarken Datenbanken andererseits, die Technik so weit vorangeschritten in der Weltspitze, dass sich Wagnisse fast nicht mehr lohnen, da sie immer widerlegt werden. Und das hat dazu geführt, dass man sich ganz langsam auf der obersten Ebene in so einen Remis-Tod bewegt, der dann Fehlervermeidungspartien produziert, so wie in diesem WM-Kampf auch. Das heißt, wie kann das durchbrochen werden? Gar nicht? Ist das einfach die Zukunft des Schachspiels? Oder was müsste man machen? Grundsätzlich immer mit einer stärkeren Zeitbegrenzung vielleicht? Ja, man versucht natürlich, die Fehlerquote zu erhöhen, was dann die Dramatik auch erhöht und damit vermeintlich die Attraktivität für das Publikum steigert. Ich selbst bin dieser Ansicht nicht, weil einfach der schachliche Wert einer Partie dadurch sinkt. Also Boris Gelfand, der Herausforderer, ist ein klassisch ausgebildeter Spieler, der wirklich tiefes positionelles Verständnis mitbringt und daher ein tiefer Denker ist und kein Rechner. Die Nummer 1 der Weltrangliste, Magnus Carlsson, steht da ganz oben, weil er ein Rechner ist. Aber ich behaupte, er natürlich kann er denken, aber er, im Verhältnis ist er ein reiner Computer in Menschenform. Und das ist eine ganz neue Entwicklung. Und wenn das so weitergeht, konvergiert das Spiel gegen Remis. Sie haben Magnus Carlsson angesprochen, jetzt schon zum zweiten Mal. Er selbst hat ja darauf verzichtet, die Nummer 1 anzutreten bei dieser Schachweltmeisterschaft. Boris Gelfand ist ja nur die Nummer 20 der Welt. Magnus Carlsson hat gesagt, der Modus sei unfair gewesen, wonach der Weltmeister, also Viswanathan Anand, schon im Vorfeld gesetzt sei. Können Sie das nachvollziehen?
Also verglichen mit anderen Sportarten kann ich das nachvollziehen. Im Schach hat das allerdings Tradition. Und früher war es noch schlimmer. Nicht nur hatte der Weltmeister, der Amtierende, das Recht zu warten, bis der Nächste kommt, um ihn herauszufordern, sondern in diesem Herausforderungsmatch war Unentschieden hinreichend für den Weltmeister, Weltmeister zu bleiben. Insofern, das hat schon Tradition. Also wie beim Boxen im Prinzip. Zum Beispiel. Dann muss ich was sagen zur Weltrangliste. Platz 1 oder Platz 20, behaupte ich, ist fast dasselbe. Die Unterschiede in der Spielstärke, das sind Nuancen. Und es hängt dann von der Tagesform ab und vor allem von der psychologischen Stärke an dem besagten Tag, wer gewinnt. Aber Platz 1 oder Platz 20 sagt dazu wenig.